Jojojo, was geht ab, Leute? Senat Gashi hier. Wir sind heute hier im Herzen von Düsseldorf, im richtigen Ghetto. Ja? Und wo gehen wir heute hin? Wir gehen heute ins No Limit Boxing. Es soll vermeintlich der beste Boxclub in ganz Deutschland sein. Der Trainer Bekim Hoca ist bekannt für seinen letzten Kampf gegen Manuelsen. Auch hat er unter anderem Top-Leute trainiert. Jetzt nicht nur Manuelsen, aber andere Top-Leute. Und wir wollen das auschecken. Wir wollen die Facility auschecken. Wir wollen den Trainer auschecken, das Training und seine neuen Hoffnungen. Let's get it on! Let's get it on! Ringfluencer, get the job done! Bei Senat Gashi. Mit dabei, Leute, haben wir unseren Kampfsportler Azadi, der Kurde, aus dem nichts wurde. Und dann haben wir auch unseren Jazzmet da, den Mann, dem sein Name ein Mysterium ist. Heißt er Jazzmet, Jazzmet, Kesmet, keiner weiß es. Oh, Senat, vollgetankt, wäre doch nicht nötig gewesen. So, das No Limit Boxing in Leverkusen. Wie einige von euch wissen, ich trainiere sehr oft in Köln. Ich wollte auch schon öfter dort vorbeigehen. Ich habe einen sehr guten Freund, den ich über TikTok, Social Media kennengelernt habe, der Can. AKA Flash Eye, der ist auf jeden Fall auch dort. Ein sehr guter Boxer. Ich bin gespannt, ich sehe ihn zum ersten Mal live, ob er wirklich so gut ist. Und soll ein sehr, sehr schönes Studio sein. Der Trainer soll wirklich überragend sein. Ich komme eigentlich aus dem K1, aber ich freue mich heute, was vom Boxen zu lernen. Es ist schön, mal nicht fahren zu müssen. Gesundheit. Was das Geilste beim No Limit Boxing Gym ist, ist, dass er dort die Kinder von klein auf erzieht. Quasi, er macht dort Amateurboxen bis hin zum Profi. Ist Manager, Promoter, Organisator und Trainer. Das heißt, alles aus seiner Hand. Der Mann weiß, was er zu tun hat. Wir kommen der Sache schon sehr, sehr nah. Das sieht schon heftig aus. Und das Schild ist sogar bei Tag beleuchtet. Business muss laufen. Total. Wow. Willkommen. Bekim, the man of the man. Ja. Sieht brutal aus. Der die Miete bezahlt. Einer muss ja die Miete zahlen, geil. Einer muss ja die Späße zahlen. Wow. Das stimmt, ist brutal, du weißt. Hallo zusammen, mein Name ist Bekim Hoca. Ich bin hier der Vereinsinhaber von No Limit Boxing. Was gibt's bei uns? Wir bieten Fitness an, wir bieten Amateurboxen an, wir bieten Fitnessboxen, alles was man braucht, sage ich mal, Sport. Ja? Also wir arbeiten auch sehr viel mit kranken Menschen zu tun, wir arbeiten mit Profis. Ja. Herzlich willkommen erstmal in diesem Gym. Alles andere werdet ihr in den Bildern sehen oder Videos sehen. Ich freue mich, dass Senat Gashi hier auch zu Besuch ist. Herzlich willkommen und ja, willkommen. Ich kann euch sagen, das Gym ist zu krass. Außerdem noch diese Außenarea, wo die Leute noch Crossfit trainieren können und die Boxübungen machen können. Einfach der Wahnsinn. Wow. Und hinten gibt es auch verborgene Schätze. Pfandflaschen. Das sind locker 14 Euro, Leute. 14 Euro locker. Bekim hat hier ungefähr an die 400 Mitglieder. Und die Jungs arbeiten hier sehr hart. Er ist wie der Box-Mafia-Pate von Leverkusen. Vielleicht auch deswegen das Foto.
Wie geht's dir, Bruder? Was auch geil ist, nicht nur eine Boxing-Area, nicht nur eine Fitness-Area, sondern auch eine Physio-Area. Area. Man kann ja auch DJ sein. Das Training geht gleich los, wir müssen uns umziehen. Wenn ihr auch groß und stark werden wollt, geht auf peak.ag. Dort gibt es die besten Supplements und Nahrungsergänzungsmittel. Obwohl es das gleiche ist. Naja, egal. Leute, und mit dem Code SENATOR bekommt ihr immer den maximalen Rabatt. Deswegen, Leute, gebt euch den. Bum, bum, bum. So, das Training geht jetzt los und wir nehmen heute an der Profigruppe teil. Es wird geil. Das sind schon hier gute Jungs und wir sind natürlich wieder zu spät. Wie ihr wahrscheinlich den Senat kennt, der kommt nie umsonst. Deswegen habe ich ein T-Shirt für den. Senat, herzlich willkommen nochmal. So, T-Shirt? Nein, nur ein T-Shirt, ja. Okay. Ich bin eine Marketing-Gruppe. Bei Bekim, die Geschenke haben immer einen Haken. Er hat mir ein T-Shirt versprochen, aber es ist nur ein Shirt. Immer zu wenig Stoff gibt er mir. Alle Jungs hier mit professionellen, neueste Technologie. Und Azad am Nacken. So, wir fangen mal mit der Erwärmung an. Ja, wie immer. Und danach werden wir natürlich zu den Hauptprogrammen gehen. Eine Trainingseinheit. Aber wie gesagt, beginnen tun wir natürlich mit der Erwärmung. Und gleich geht's weiter. Was man hier auch sieht und was gut ist, der Trainer agiert selber mit, zeigt Übungen, aber auch gleichzeitig gibt er seinen Boxer eine Verantwortung, das Training zu übernehmen. Also geil, gute Idee. Halt den Scheiß Abstand. Jetzt geht's zu den Nudeln. Ich habe 3 Stück. Eine sieht man nicht. Erstmal, wir haben mit dem Training direkt erstmal angefangen gehabt, weil Senat ohne Umkleide länger gebraucht hat beim Umziehen. Deswegen haben wir den noch nicht vorgestellt. Ja, das ist Senat Gashi, wer den noch nicht kennt. Aber die meisten werden den kennen. Der ist heute da. Zum 7. Mal oder 8. Mal in diese Videos. Herzlich willkommen, Senat. Ja, das war 8. Mal, glaube ich. Ne? Hast du gezählt? Du machst nachher wahrscheinlich beim TikTok Ding, Tong, Tong, wie oft ich herzlichen Glückwunsch gesagt habe. Also herzlichen Glückwunsch nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Nein, herzlich willkommen. Ja, also. Und Anat. Azad. Azad der Asi. Du machst jetzt. K1. Genau. Ja, K1. Deswegen hat heute keine Schuhe an. Ist nicht so, dass er die wegbekommen hat hier von No Limit Boxing. Bitte nicht sowas. Ja, also nochmal Applaus, herzlich willkommen. Zum 10. Mal. So, jetzt fängt das Training an. So, zuhören. Ihr dürft seitwärts, ihr dürft gerade, ja, aber es soll nicht nur das sein, sondern wenn er gerade schlägt, soll eigentlich, wenn ihr hier hin, aufwärts dürft ihr, ja, ihr dürft Körper, ihr dürft oben, ihr dürft aufwärts. Aber ihr dürft nicht von hier, von der Seite, weil so ein Haken, Ikon darf nur, hier der, Ikon, Chikon, darf nur der Kickboxer, ja? Und stechen, nicht erlaubt, ja? Das ist das, das bedeutet, das ist ein leichter Sparring. Aufstechen geht nicht. Eine sehr gute Übung, um einfach die Konter zu aktivieren und einfach ein bisschen Verständnis fürs Boxen zu bekommen. Wie leichtes Sparring. Hey.
Ich habe noch nie bei dieser Übung Klammern gesehen. Ja, das ist mein Style. Erste Mal Klammern. Komm weiter, komm. Die Übung habe ich schon nie gesehen, dass einer klammert. Aber der Senat Gashi hat es geschafft, bei der Übung zu klammern. Das ist erstmal Respekt. Technik. Das bedeutet weder seitwärts, wird alles drum und dran. Das heißt nur Körper, gerade Körper. Gerade dürft ihr auch zum Körper, ja, aber trotzdem immer wieder kein Haken dabei. Zwei Techniken, aber das könnt ihr nochmal. 1, 2, rüber, bam, bam, immer wieder rein, bam, bam, bam. Ja, konzentriert euch nur auf diese zwei. Los geht's. Ja. Ihr könnt doch mal aus der Maid-Bewegung, ihr könnt bam bam rüber, bam, ihr könnt auch mal nur hingehen und sagen, ich blocke nur, komm hoch runter. Das bedeutet, ihr verlässt euch nur auf den Angriff. Angriff. Ich kann mal zur Seite, ich kann rückwärts gehen, bam, bam, ich kann rückwärts gehen, ich kann vorwärts gehen, seitlich raushauen. Das sind zwei Arten von Techniken, aber wie viel ich die dann umsetze, daran merkt man die Intelligenz eines Boxers. Nicht nur 1, 2, 3, zwei Techniken. Und jetzt machen wir dasselbe, gerade seitwärts. Das bedeutet genauso, ich kann nur blocken, Kontern schlagen, das heißt, ich kann hier bam abtauchen, bam, bam, wieder rückwärts. Immer beide Seiten mitnehmen. Innenbahn, Außenbahn, beide Seiten immer mitnehmen. Niemals nur eine Seite. Andere muss genauso gut sein. Und los geht's. Und die Haken und Haken. Stopp. Hi, mein Name ist Frank Ndomo, ich bin Profiboxer, habe 160 Amateurkämpfe, 2 Profikämpfe, bin knapp jetzt seit 6 Monaten hier bei No Limit und meiner Meinung nach ist es eines der besten Gyms in Deutschland oder sogar das beste Gym. Mit dem Trainer kann man nichts falsch machen und genau. Die Gerade darf, wenn ich selbst sage, jetzt guck mal hier, gerade aufwärts. Die Gerade bedeutet, ich kann die Gerade immer wieder, ich kann die zum Körper gehen. Die Gerade immer wieder Körper mitnehmen. Wenn ich jetzt sage, gerade spielt sich nicht alles oben ab, es spielt sich immer oben und unten ab. Das bedeutet, selbst wenn ihr mal mitnimmt, immer wieder bam, bam, Körper bewegt, hier immer wieder rein, bam, arbeitet, bam, jetzt habe ich ihn unten, jetzt weißt du, verdammt, unten habe ich ihn getroffen, tut den weh, dann gehe ich wieder hin, jetzt gehe ich wieder hin, boom, zieh das Ding hoch. Das heißt, ihr seid die Flexiblen, ihr dürft alles machen. Bam, bam, rüber, boom, wieder rein, ne? Wieder blocken, aufwärts gerade, abtauchen, alles drum und dran. Zwei Techniken, los geht's. Warmachen ist fertig, jetzt geht's umziehen. Bandagen, jetzt geht's an. Was noch? Mein Name ist Elvis Etemi, ich bin Profiboxer im Supermittelgewicht. Ich bin deutscher Meister und ich bin hier bei No Limit, weil wir hier wie eine Familie sind. Wir trainieren zusammen, wir halten zusammen und wir kämpfen zusammen. Schön. Gesehen, wo der das in Mallorca, auf Mallorca macht, hier am Strandpromenade, dann verdient er sich immer so ein bisschen Geld dabei. Das macht er immer die Show da. Habe ich gesehen, aber das Video kommt noch raus wahrscheinlich. Mallorca, auf jeden Fall, die Jungs sind hier sehr motiviert, ja. Und man hat hier verschiedene Levels, von Vollprofi, von Amateur. Alle sind jetzt gut gemischt gerade und macht Bock, Spiele. Und der Trainer ist sehr, sehr engagiert. Hallo, ich bin der Tufan, ich bin Trainer hier bei No Limit.
Warum es mir hier so gefällt, ist halt, weil wir vieles anbieten können, ne? Sei es von der Fitness her, von der Physiotherapie her. Wir können die Leute individuell betreuen. Und was ich immer wieder hier klasse finde, ist, dass halt viele Nationen, ne, von verschiedenen Kulturen hier zusammenkommen. Und im Endeffekt ist das dann alles eins, Boxen. Jeder interessiert sich dafür, jeder hat eine Leidenschaft. Und das kommt hier hervor. Und der gegenseitige Respekt, auf jeden Fall. Ihr könnt alles drum und dran, ihr sollt locker arbeiten, aber das, was ihr tut, das soll auch so sein, wo ihr wie gerade beim Schattenboxen, wie gerade, wo ihr sagt, hier, ein, zwei, blocken, bam, das muss immer, ob ihr Schattenboxen macht, ob ihr Sandzeit macht, es muss kampfähnlich aussehen. Und ihr könnt mir nicht sagen, ah, ich kann das, ich Schattenboxen, hol ich das nicht, kann ich das nicht, aber im Sandzeit auch nicht, im Sparring nicht, aber im Kampf bringe ich das raus. Hühnerscheiße. Das heißt, hier mache ich das, im Schattenbox mache ich das und hier am Samstag auch. Das heißt, die 20 Sekunden wird sauber gearbeitet, aber nicht hier irgendwas, sondern alles, was wir machen, ist Boxen. Alles, was wir machen, ist Kampfniveau. Ja? Die anderen 20 Sekunden frei. Frei bedeutet nicht eine einzige lockere Hand, nur Powerschläge. Ihr könnt hingehen. Zwei Hände, ihr könnt hingehen, wieder zwei, ihr könnt ein, ihr könnt drei Hände schlagen, alles frei überlassen. Die nächsten 20 Sekunden ist Pause. Dann fangen wir wieder mit locker an, hart, Pause. Locker, hart, Pause. Alle verstanden? Was geht ab, Leute? Mein Name ist Ilias Giancarli, auch Flash Eye. Ich bin Profiboxer, ich bin 21 Jahre jung, international deutscher Meister sowie Europameister. Und ja, ich bin hier in Leverkusen jetzt seit einem Monat. Ich habe zu Beckham gewechselt. Warum ich hier bin? Weil ich mir sicher bin, dass Beckham Weltmeister rausbringt. Und ich will der nächste Weltmeister werden. Ihr wisst Bescheid. Aber es kommt auch der Moment, wo ich noch gewinnen will. 4, Senat, 3, und los geht's! Ich bin ein bisschen platt, Leute. Aber es geht weiter. Das allererste ist ein richtig krasses Gym. Echt krass schön. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein schönes Gym gesehen. Das Training war auch überragend. Ich glaube, das war das allererste Training von mir. Boxtraining, was wirklich Spaß gemacht hat. Ich fand es echt cool. Vor allem die Aufwärmeinheiten und so. Fand ich super. Hat mega Spaß gemacht. Die erste Stelle kommt ihr für euch selber hier hin. Also müsst ihr mal alles selber geben, ja? Und nicht sich darauf verlassen, dass der Trainer jedes Mal an eurer Seite steht oder nur an einem Sandsack steht, ja? Wer zum Training kommt, kommt in erster Stelle für sich und dann muss er alles für sich geben. Wenn einer heute nicht alles gegeben hat, lag es nicht an dem Trainerteam, sondern allein an euch, ja? Aber ihr habt super mitgemacht und das sagt klasse aus. Ich danke uns mal, dass Senat Gashi nochmal hier war und da seid. Ja, herzlich willkommen mal, 14. Mal. Ja, ist alles gut. Hey, Gian. Ja, was geht ab? Albaner, überall Albaner. Überall Albanisch, ja. Leute, wenn ihr wissen wollt, wie man jeden ausnockt, folgt dem Kanal. Ein Boxer macht ja viel immer Grundlagen, aber wenn ein Boxer in die spezielle Phase wechselt, dann muss man viel Schnellkraft machen. Hier ist eine besondere Übung. Man nimmt leichte Gewichte und stoßt die immer 3 bis 6 Mal aus. Ich mache einmal vor, zum Beispiel. Das ist zum Beispiel eine Übung. Es gibt viele verschiedene Übungen, aber ich wollte euch nur parat eine Übung zeigen. Und das ist sehr wichtig für einen Boxer.
dass er explosiv auch ist. Also, der Senat hat mich gefragt, was meine Lieblingsübung oder Lieblingstechnik ist. Meine Lieblingstechnik ist immer, wenn ich die Leute sehe, die dann boxen. Quasi, ich zeige euch, ich demonstriere euch das auch vor. Ja, das ist meine Lieblingsübung, wirklich. Ist nur Spaß, das ist das Schlimmste, was es gibt. Das kann nicht jeder. Und Lieblingsübung für mich ist das Wichtigste, ist, dass man, wenn man eine Übung macht, ob das in Schattenboxen ist, ob das am Samstag ist, dann gehen wir wieder zum Sparring und dann klappt das auch im Kampf. Aber wenn einer das nicht beim Sparring, bei der Erwärmung hier Schattenboxen macht oder wenn das einer nicht am Samstag bringt oder im Sparring, dann kann ich auch nicht erwarten, dass er das im Kampf bringt. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Bekim, erstmal vielen Dank, dass wir dich hier im Gym besuchen dürften. Geile Facility, geiles Gym. Ich habe mir das eigentlich genauso vorgestellt und wurde sogar meine Erwartungen übertroffen. Ja? Was ich mich frage ist, ja, du warst ja selber aktiver Kämpfer auch. Ja? Und jetzt bist du Profitrainer, Amateurtrainer, Grundlagentrainer, alles. Ja? Bist du als Trainer nervöser oder als Kämpfer nervöser gewesen? Erstmal vielen Dank. Zum 15. Mal herzlich willkommen. Das ist jetzt nur Spaß. Es ist tatsächlich so, dass man als Trainer viel schwierigere Aufgaben hat als Kämpfer. Du hast top trainiert, du bist reingegangen, du wolltest gewinnen, hast alles rausgelassen. Wenn du gewonnen hast, warst du entspannt, dann hast du Urlaub gemacht, fertig. Als Trainer hast du natürlich hast du die doppelte Verantwortung. Einmal hast du mit deinen Schützlingen, wo du sagst, bei den Kämpfern ist das entweder siegt oder entweder verliert er. Ja? Als Trainer, einmal siegst du mit deinen Boxer, einmal siegst du als Trainer. Aber du hast auch die doppelte Last in der Niederlage. Das heißt, wenn du verlierst, verliert einmal dein Boxer und einmal verlierst du als Trainer. Also habe ich nicht gerne die Doppellast, sondern ich gewinne gerne. Dann habe ich die Doppellast als positiv statt negativ. Die einfache Frage ist oder die Antwort ist, als Trainer ist es absolut schwieriger oder anstrengender als Kämpfer, weil ich das auch gerade so erklärt hatte, dass du das dann auslässt. Und als Trainer ist das wirklich so, dass du dann danach irgendwas machen musst, wo du den Ausgleich hast, wo du das rauslässt, du bist da, du bist nervös, du bist angespannt. Die Nervosität geht. Das heißt, wenn du die Nervosität als Trainer den Boxer zeigst, damit führst du den schon zu einer Niederlage. Das heißt, dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstsicherheit, musst du das auch als Trainer den Kämpfer ausstrahlen, dass du sagst, wir schaffen das, wir gehen da rein, wir gewinnen. Und wenn der Trainer nervös ist, wenn der Trainer schreit oder da rumbrüllt, wie soll er mich verstehen? Entweder versteht er mich in einem normalen Ton, in einem ruhigen Ton, weil gerade er ist ja mit dem Puls, sage ich mal, auf 170, 180, 190. Also muss ich ihn versuchen, runterzubringen, muss ich ihn versuchen, den vernünftig das so zu erklären, dass er mich auch versteht. Und nicht, bringt ja nichts, wenn ich dann auch noch rumbrülle und rumschreie, weil selbst das bringt den Boxer nicht weiter und mich auch nicht. Davon habe ich nichts erreicht. Ja? Also wie gesagt, als Trainer ist das anstrengender als Kämpfer, wirklich. Zumal auch du nicht die volle Kontrolle hast und der Kämpfer auch teilweise. Ja, aber dafür ist man als Trainer da, um den Kampf zu analysieren, um die Runde zu analysieren und den Kämpfer, den Boxer, den du in der Ecke hast, den so einzustellen, dass er die Fehler meidet. Da musst du auch gleichzeitig, erstmal musst du deinen Boxer sehen, wo macht er die Fehler, wo hat er die Schwächen gerade, und dann musst du dem Gegner sagen, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen. Und dann muss ich den Boxer so einstellen, dass ich den seine Stärken dann vernichte, dass ich daraus Schwächen mache. Ja, das sind die Sachen. Das heißt, du musst jede Runde musst du hellwach sein, so wie der Boxer da drin ist, auch als Trainer. Weil als Trainer, wenn du die Fehler nicht siehst und du bist nur auf deinen Boxer konzentriert, wie der boxen soll, dann kannst du das nicht machen. Das heißt, in dem Moment musst du auch den Gegner sehen, wo sind seine Schwächen. Und darauf muss man den Boxer dann aufmerksam machen, dass er den darüber holt. Das wäre ein guter Mann für einen Podcast auf jeden Fall. Ja. Dann mache jede Antwort so 10 Sekunden, aber alles gut. Ja, 2-Stunden-Video. Was würdest du sagen, macht dieses Gym so besonders von anderen Gyms? Was hebt es ab? Wenn ich ehrlich bin, ich gucke nicht nach links, ich gucke nicht nach rechts. Ich kehre jeden Tag nur meinen Hauseingang. Ja? Wir arbeiten hier hart, wir arbeiten diszipliniert. Und nur wer diszipliniert arbeitet und regelmäßig hier ist, kommt auch nach vorne. Mhm. Kurze Antwort, ja. Und ich will immer einen längeren haben, aber ist alles gut.
Kürzeren habe ich schon. Und nächste Frage ist, was macht deiner Meinung nach ein Champion aus? Welchen Tipp kannst du jungen Kämpfern geben, die Champions werden wollen? Das sind die, die nicht den ganzen Tag im TikTok hängen und auf YouTube hängen. Aber abends geht. Leute, über 85% von euch schauen die Videos, aber haben noch nicht den Abonnier-Button gedrückt. Drückt ihn, Leute. Es kostet euch kein Geld, es bringt mir nur Geld. Also, gebt Gas. Bum, bum, bum. Eigentlich, Cut. Die Antworten werden immer schlechter. Es hat so gut angefangen. Ich hab Hunger. Ja, er hat alles verbraucht. Disziplin. Herzlich willkommen. Die Eigenschaften, die einer braucht, sind Disziplin. Ich schwöre, ich bin platt. Ja, die Eigenschaften, die einer braucht, sind tatsächlich einmal den Willen auch zu haben. Den Willen heißt auch, das Herz für das Kämpfen zu haben. Die Disziplin ist das A und O. Heute wird ja immer schwieriger. Die heutzutage Jugend sind mehr unterwegs und mehr auf Handys oder sonstiges alles, außer hier im Gym. Das sind viele Kriterien, die ich sagen könnte, aber tschüss. Take 67. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr war gerne. Geil. Und jetzt gibt es was Kleines zu essen. Ich bin gespannt. Noch? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Jetzt ziehen wir uns um, Leute. Was ein geiles Shot. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich vergewaltigt. Das ist eine Halle. Sieht aus, als hätte er hier noch eine Halle. What the fuck? Oder es ist eine Falle. Und wir werden... Ja, viel Kniebeugen gemacht. Oh shit. What the fuck, man? Von hier sind wir, hier haben wir quasi angefangen gehabt mit dem Boxen und von hier sind wir in diese Halle und von der Halle sind wir auch, haben uns dann vergrößert quasi da, wo ihr heute wart. Jetzt ist hier Wing Chun und ein bisschen wird noch, bitte? Herzlich willkommen, Wing Chun. Überall Sandsäcke, hier waren überall Sandsäcke also, und hier war die Theke oder ist immer noch die Theke, da wurde praktisch hier schön geboxt. Dann gehen wir hier rüber, warte. Es wird immer skurriler. Eigentlich ist der Haupteingang hier. Schön türkisches Essen, das ist der Wahnsinn. Das weiße Gold. Hier beim Türken was anderes. Schmeckt geil, Alter. Alter. Echt Wahnsinn. Schöne Märchen mehr glänzen zu tun. Allah, Allah. Guck mal, ich weiß null was ich hab. Ah, scheiße. Das ist ja dann im Kosovo Freestyle. Schön frisch gemacht, warm gemacht, gut gewendet. Okay. Und dann die Eiweiße, kommt da noch? Tavukshish, unglaublich. Es ist so gut. Danke, Abid. Mein Hände sind frei. Zwei Leute, inklusive Kameramann und Elvis, haben noch kein Essen bekommen. Wir beide warten. Und da gibt es nur ein wilder Tier, der hier schon am Essen ist. Ja. So geil. Probiert. Ich werde mit denen niemals die Wüste versuchen zu durchqueren. Weil er wird mein Essen auch wegnehmen. Kennst du noch diesen Jungen hier? Gott, ich würde direkt mit dir tauschen. Guck mal, mit Döner Teller diese Melone. Leute, das war's mit unserer heutigen Episode. War geil. Let's get it on. Welches soll das nächste Gym sein?